Ich bin heute hier am Frequency und das ist der perfekte Ort, um das neue Vivo V29 zu testen. Bin mir sicher, es gibt jede Menge zu fotografieren und das Handy hat eine 50 Megapixel Hauptkamera, eine 50 Megapixel Selfie-Kamera, ein 6,78 Zoll Display und außerdem ein sehr schlankes, schönes Design. Auf der Rückseite ist eine Beschichtung mit 3D-Magnetpartikeln, das ergibt einen wunderschönen Glitzereffekt. Die durchsichtige Hülle gehört übrigens zum Lieferumfang, genauso wie ein 80 Watt Netzteil, super praktisch. Das Handy gibt es in zwei Farben, in Peak Blue, das habe ich heute hier, und Noble Black. Und ich werfe mich jetzt mal ins Getümmel und schau, was die Kamera so drauf hat. Ich muss dieses Handy hier testen und das hat ganz ein tolles Selfie. Ein tolles Handy. Wow, was Cooles. Okay, ja, das ist gut genug. Super. Das Besondere am Vivo V29 ist auch, dass es eine IP68-Zertifizierung besitzt. Das bedeutet, dass es bis zu 1,5 Metern Tiefe wasserdicht ist und das bis zu 30 Minuten lang. Da wird es ja wohl einen kleinen Tauchgang hier im Flüsschen locker überleben, oder? Könntest du mir vielleicht das Handy rausfischen? Verdammt! Warum habe ich keine kurze Hose an? Also, funktioniert noch einwandfrei. Während im Hintergrund Limp Bizkit Top, gönne ich mir hier im Schatten eine Runde Subway Surfers. Dank unserem schnellen Snapdragon Prozessor ist das überhaupt kein Problem. Außerdem haben wir ein 120 Hertz Display und mit 256 GB Speicher. Naja, kann ich jede Menge Versionen von Subway Surfers installieren oder 3 Milliarden Fotos schießen. Ein weiteres Feature des Vivo V29 ist das sogenannte Aura Light. Ja, die Aura Light Funktion macht natürlich besonders bei Porträts Sinn. Und ich habe auch schon das ideale Model, diesen jungen Herrn hier. Oh ja, dich meine ich. Aber bevor es ab zum Fotoshooting geht, muss er noch ein bisschen auf Vordermann gebracht werden. Besonders schön beim Aura Light ist natürlich, dass man die Farbtemperatur verändern kann, damit ganz eigene Lichtstimmungen schaffen kann. Jetzt geht's ab zum Schminken. Vivo V29 hat noch 20% Akku. Mein persönlicher Akku ist auf 5% runter. Aber ich habe jetzt trotzdem noch Lust und wirf mich jetzt nochmal ins Getümmel.